Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute in der Sendung Megional berichten wir vom Handball in Freiberg. Die Arbeitslosenzahlen spielen eine Rolle und wie die Wettermodelle sich in den nächsten Tagen zeigen werden, das erfahren Sie am Ende unserer Sendung. Also bleiben Sie dran. Glück auf TV, Fernsehen im Erzgebirge. Wir haben ein optimiertes Programmschema mit festen Sendezeiten zu Ihrer besseren Orientierung. Und zwischen den Sendungen informiert und unterhält Sie unsere Bildschirmzeitung. Fernsehen von hier, also schalten Sie ein. Bei uns gibt es sie, die günstige Wenignutzer-Flatrate für 17,50 Euro. Surfen Sie mit stabilen 15 Megabit pro Sekunde durchs Netz. Keine Mindestvertragslaufzeit, keine Drosselung, keine Datenvolumenbegrenzung. Und das für sparsame 17,50 Euro im Monat. Mehr Informationen gibt es bei uns in den Servicebüros in Marienberg auf der Ratsstraße 7, in Eppendorf auf der Karl-Liebknecht-Straße 3 und in Seifen Hauptstraße 95 oder einfach im Netz unter www.erznet.tv. Erznet mit Herz ins Netz. Es ist Donnerstagabend und wir schreiben den 2. März 2023. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und begrüße Sie ganz herzlich in unserer täglich aktuellen Nachrichtensendung Megional mit den neuesten Informationen aus unserer und für unsere Region hier bei Glück auf TV. Sportlich steigen wir heute ein. Am vergangenen Samstag stand für die Freunde des Handballsports in der Ernst-Grube-Halle in der Silberstadt Freiberg wieder ein spannendes Spiel an. Die HSG Freiberg trafen auf den SV Plauen Oberlosa. Wie das Heimduell in der mitteldeutschen Oberliga wohl ausgegangen ist, zeigen wir Ihnen jetzt. Am vergangenen Samstag waren in der Ernst-Grube-Halle in Freiberg wieder die Dachse los. Das Team um Trainer Maiko Pretzig musste sich am 19. Spieltag dem Drittliga-Absteiger aus Plauen stellen. Nach ihrem Sieg in der Landeshauptstadt in der Vorwoche sollte nun der frische Aufwind im Team genutzt werden. Von Anfang an war klar, das wird eine harte Nummer, denn die Plauener konnten in der laufenden Saison bisher mit 12 Siegen aufwarten. Ein schwerer Gegner, aber nicht unmöglich. Das Hinrundenspiel zeigte, dass Plauen knackbar ist. Damals gewannen die Dachse mit 4 Toren Vorsprung und einem 28:32. Das macht Hoffnung auf das bevorstehende Spiel. Von Anfang an war die Energie zu spüren. Beide Teams wollten den Sieg für sich verbuchen. Auf der Platte lieferten sich beide Mannschaften einen schnellen und harten Kampf um den Ball. Auf ein Tor der Dachse folgte ein Tor der Plauner und andersherum. Beide Mannschaften ließen keine Luft ran, denn schnell war klar, dass beide Gegner nervenstark sind und auf Sieg spielen. Mit einem 14:14 ging es schließlich in die Halbzeit, um kurz Luft zu schnappen für die zweite Hälfte. Nachdem die Teams aus der Kabine zurückkamen, wurde zunächst etwas das Tempo rausgenommen. Freiberg und Plauen tasteten sich ab. Knapp 6 Minuten fiel kein Tor. Erst ein weiterer verwandelter 7 Meter für die Heimmannschaft sorgte dafür, dass wieder mehr Tempo ins Spiel kam. Schlag auf Schlag ging es weiter. Auf ein Tor der Gegner folgte ein schneller Konter, der verwandelt werden konnte. Der Hallensprecher kam kaum hinterher, die Torschützen anzusagen. Da wurde der Ball schon wieder auf der Gegenseite eingenetzt. Bei
Bei beiden Mannschaften war das Feuer zu spüren. Ein spannungsgeladenes Spiel, das immer wieder mit harten Aktionen gegen den Gegner geführt wurde. Gerade in der zweiten Hälfte jedoch verstärkt gegen die Dachse. Allerdings viel zu häufig ohne Konsequenzen für die Gäste. Ab der 55. Minute war kein Durchkommen mehr für die Freiberger. Die Stimmung auf den Zuschauertribünen kochte immer weiter hoch. Vor allem in den Schlussminuten, in denen immer wieder Angriffe der Dachse zurückgepfiffen wurden und die Gäste in eine bessere Position brachte. Die Sekunden liefen immer weiter runter. Bis zum Ende kämpften die Dachse unter Anfeuerung der Zuschauer, aber ein Rankommen war nicht mehr möglich. Das Spiel endete schließlich mit einem 23:26 für die Plauner und ließ die Freiberger nach diesem rasanten Spiel etwas taub zurück. Ich denke, wir brauchen uns nicht verstecken mit dem Spiel. Die Halle war voll da. Gegen einen Drittliga-Absteiger haben wir wirklich ein gutes Spiel gemacht. Am Ende, ja, für mein Gefühl zu deutlich. Jetzt sind wir natürlich sehr enttäuscht, weil wir haben das ganze Spiel über geführt oder waren pari pari. Dann war dieser Momentum-Change wieder drin. Das Obolosa konnte wieder ausgleichen und dann, wir konnten nichts mehr entgegensetzen in dem Moment. Und natürlich, es raubt auch wahnsinnig viel Energie oder frustriert. Wenn man in der Abwehr gute Aktionen macht, den Ball eigentlich behauptet und verteidigt und am Ende dafür bestraft wird. Obwohl das Spiel in letzter Minute noch aus der Hand gegeben werden musste, überzeugte die Leistung der Dachse jedoch auf ganzer Linie. Und auch Trainer Marco Bretzig war zufrieden. Ja, ich bin sehr stolz für meine Mannschaft. Das Spiel war wirklich gut. Die Blauen ist eine wirklich gute Mannschaft mit sehr, sehr vielen Spielern mit großer Erfahrung. Und für uns war nur, dass wir haben wirklich super Leistung kämpfen und koordinieren, reden und alles, was wir diese Woche vorbereitet, dass wir machen und dann versuchen. Und aber wie du siehst, mit Spiel, wir hatten wirklich unglaublich Spiel. Einmal war plus zwei von uns oder plus drei gegen diese Mannschaft. Wirklich was für uns ein bisschen überrascht. Aber ja, am Ende wir ja, versuchen, aber zwei, drei Fehler und wir haben gesagt, diese Mannschaft, andere ist wirklich gut und dann jeder Fehler macht Tor und dann war, ja, so was ist am Ende. Meine Jungs sind wirklich motiviert, sehr motiviert für jedes Spiel und wir müssen kämpfen für jeden Ball und jedes Tor und was wir müssen haben, ist dass wir diese große Motivation mit großem Willen, dass wir möchten gewinnen und ich denke, dass heute wir zeigen, dass wir am richtigen Weg sind. Nach dem Spiel hieß es nun nicht unterkriegen lassen und weiter Vollgas geben. Denn am 4. März steht bereits das nächste Heimspiel an. Mit Pirna steht dann ein weiterer starker Gegner auf der heimischen Platte. Ja, erstmal jetzt das Spiel so verarbeiten. Ich denke, wir können viel Positives trotzdem mitnehmen, trotz der Niederlage. Pirna wird ein harter Gegner. Die kommen ja auch mit voller Fankapelle. Aber das sind die Spiele, Derby-Time, wofür man halt jede Woche trainiert. Das wird richtig schön und die Trainingsinhalte würde ich dem Trainer überlassen. Was ich muss mehr machen, ist, dass wir diese Fehler, was wir heute gemacht haben, ein bisschen besser machen. Und hoffentlich, ja, alles gut vorbereitet. Und ja, nächster Gegner ist auch eine gute Mannschaft. Aber ich denke, dass wir hier mit diesen Fans und alles, was ist, eine positive Ergebnis machen. Bleibt zu hoffen, dass die Dachse an ihrer starken Leistung der letzten beiden Spiele anknüpfen können. Die Stimmen zum Spiel finden Sie nochmal in voller Länge auf unserem YouTube-Kanal. Heute geht es noch um die Arbeitslosenzahlen im Erzgebirgskreis. Der Agenturchef Sven Schulze der Arbeitsagentur in Annaberg-Buchholz äußerte sich zur aktuellen Entwicklung. Im Februar liegen die Arbeitslosenzahlen im Erzgebirge in etwa auf dem Niveau des Vormonats. Der Zugang in und der Abgang aus der Arbeitslosigkeit gleichen sich annähernd aus.
Der regionale Arbeitsmarkt bleibt somit stabil und nimmt so langsam wieder Fahrt auf. Die Unternehmen suchen trotz der wirtschaftlichen Unsicherheiten Arbeits- und Fachkräfte und haben im letzten Monat über 500 freie Stellenangebote gemeldet. Insgesamt stehen im Erzgebirgskreis fast 2.900 freie Jobangebote in allen Wirtschaftsbranchen zur Besetzung zur Verfügung. Die Zahl der Arbeitslosen hat sich im Februar nur leicht erhöht. 8.680 Menschen sind aktuell ohne Arbeit. 20 mehr als vor 4 Wochen. Die Arbeitslosenquote liegt unverändert bei 5,2%. Vor einem Jahr lag die Quote bei 4,5%. Die Geschäftsstellen Schopau und Stolberg ordnen sich weiterhin mit jeweils 4,4% auf dem vordersten Platz innerhalb des Erzgebirgskreises ein. Die Geschäftsstelle Marienberg mit 5,2% sowie die Hauptagentur Annaberg Buchholz mit 5,5% und die Geschäftsstelle Schwarzenberg mit 5,6% folgen. So der Agenturchef Sven Schulze. Ab kommenden Montag gelten neue Öffnungszeiten bei der Fahrerlaubnisbehörde und Kfz-Zulassungsbehörde im Landkreis Mittelsachsen. Die Kfz-Zulassungsbehörde in Döbeln, Freiberg und Mittweida sowie die Fahrerlaubnisbehörde in Döbeln haben ab Montag neue Öffnungszeiten. Künftig geht es morgens schon 8.30 Uhr los. Dafür ist Donnerstag nur bis 16 Uhr geöffnet. Bereits vereinbarte Termine in der Kfz-Zulassungsbehörde und in der Fahrerlaubnisbehörde bleiben gültig. Darüber hinaus kann man verschiedene Anliegen postalisch oder online erledigen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Verein Erzgebirgische Ziegelflügel, Exoten und Kanarienzüchter Marienberg und Umgebung lädt Sie recht herzlich am kommenden Samstag in die Stadthalle Marienberg zum 15. Vogelmarkt ein. Das sollten Sie nicht verpassen. Na, haben Sie die Sonnenstrahlen des heutigen Tages genießen können? Man könnte fast meinen, es geht direkt auf den Frühling zu. Wie das aber in den kommenden Tagen aussieht, erfahren wir jetzt von Thorsten Lange im Regionalwetterstudio. Ein Wetterumschwung steht unmittelbar bevor. Es wird wieder ungemütlich und winterlich. Willkommen zum Glück auf TV Wetter. Das, was sich in den Modellen in den letzten Tagen angedeutet hat, wird jetzt immer konkreter, je näher die regionalen Wettermodelle an das Wochenende rankommen. Niederschläge melden sich an, die anfangs in flüssiger, später dann wieder in fester Form fallen. Auch wenn gestern der meteorologische Frühlingsanfang war, so hat in unserer Region dieser auf alle Fälle noch keine Auswirkungen. Doch schauen wir uns jetzt das Wetter der kommenden Stunden etwas genauer an. Heute Abend ist der Himmel über unserem Sendegebiet noch weitestgehend klar. Im Laufe der Nacht nimmt die Wolkenbildung allerdings zu und es kommt Nebel auf. Es fallen aber noch keine Niederschläge. Die Temperaturen in der Nacht, die sehen wie folgt aus. Am Abend erreichen wir Werte zwischen plus 1 und minus 2 Grad und morgen früh lesen wir dann Werte zwischen minus 2 und minus 6 Grad an den Thermometern ab. Der Wind ist sich unschlüssig, denn er weht aus unterschiedlichen Richtungen und das nur ganz leicht zwischen 2 und 8 Kilometer pro Stunde. Am morgigen Freitag starten wir mit der dichten Bewölkung aus der Nacht und örtlichem Nebel in den Tag. Im weiteren Tagesverlauf bleibt es dann bei der dichten Bewölkung, wobei ich einzelne Auflockerungen nicht ausschließe. In den Abend und in die Nacht gehen wir dann mit einem bewölkten Himmel. Niederschläge fallen am Freitag noch keine. Werfen wir einen Blick auf die Tagestemperaturen. Am Morgen liegen die Werte zwischen minus 4 und minus 2 Grad. Und am Nachmittag erreichen wir Höchstwerte zwischen 0 und plus 2 Grad. Der Wind hat sich morgen entschieden. Er weht leicht aus Nordwesten mit Geschwindigkeiten zwischen 3 und 10 Kilometer pro Stunde.
Und so geht es die kommenden Tage weiter, liebe Zuschauer. Hier ist der Ausblick auf das Wetter am ersten Märzwochenende. Beginnen wir mit dem Samstag. Und an diesem Tag bekommen wir keine Sonne zu sehen. Der Himmel ist stark bewölkt. Im Tagesverlauf setzen dann auch die Niederschläge ein. Diese fallen anfangs in den tieferen Lagen noch als Regen, gehen dann zum Abend in Schneeregen und Schnee über. Im Bergland fällt durchweg Schnee. Die Modelle berechnen aber keine großen Mengen. Die Tagestemperaturen liegen zwischen -2 und +3 Grad bei einem schwachen Nordwestwind im Mittel mit Geschwindigkeiten zwischen 10 und 20 Kilometer pro Stunde und Böen, die aber durchaus auch mal 40 Kilometer pro Stunde erreichen können. Am Sonntag bleibt es bei einem stark bewölkten Himmel. Immer wieder fallen Schneeschauer unterschiedlicher Intensität. Die Schneedecke wird aber nicht weiter besonders anwachsen. Mit winterlichen Straßenverhältnissen müssen wir aber unter Umständen rechnen. An den Thermometern lesen wir Tageshöchstwerte zwischen -4 und +1 Grad ab. Der Nordwestwind kommt im Mittel schwach bis mäßig mit Geschwindigkeiten zwischen 13 und 25 Kilometer pro Stunde und in Böen bis 35 Kilometer pro Stunde daher. Wolken, Schneeschauer, aber auch Auflockerungen, das ist dann der Wettertrend für die nächste Woche. Da blicken wir dann morgen schon mal vorsichtig drauf. Jetzt gebe ich erst einmal wieder zurück zu dir, Kevin. Thorsten, ich bedanke mich für deine Wetteraussichten. Also wie es aussieht, ist noch kein Frühling in Sicht am kommenden Wochenende. Und damit, meine sehr geehrten Damen und Herren, war es das auch schon mit Regional für den Donnerstag. Falls Sie nicht rechtzeitig einschalten konnten, können Sie einfach die verpasste Sendung in unserer Mediathek auf unserer Homepage www.glückauf.tv oder auf unserem YouTube-Kanal Glückauf TV Mitte Erzgebirgsfernsehen nochmal anschauen. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und später eine gute Nacht. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie morgen Abend wieder einschalten. Machen Sie es gut und auf Wiedersehen.